Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered World. So, es ist jetzt, glaube ich, ein, zwei Tage keine Folge gekommen, Shattered World. Liegt daran, ich habe nicht so wirklich zum Aufnehmen gekommen. Ich hoffe, das könnte man mir mal verzeihen. Aber ja. So, was ich mir heute überlegt habe, ich habe ja teilweise so ein Chaos. Ich würde ganz gerne mal hier ein... jetzt fängt das schon wieder an. Ich würde gerne hier ein bisschen Ordnung schaffen und hier so ein kleines Minilager mal hin fabrizieren. So. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen ein Questbuch. Und vielleicht können wir heute nochmal hier ein bisschen mal dazu kommen, mal hier ein bisschen schön zu bauen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich... ich wollte mich am Wochenende mit dem Streetigger mal hier wieder mal treffen. Also natürlich über TS bzw. Discord. So, wollten dann hier mal schauen, dass er mir ein bisschen Unterstützung gibt, weil ich bin ehrlich, alleine ist das Modpack hier dann doch schon ein bisschen schwieriger. Ich meine, klar, man könnte sagen, komm, warum viel ist es dann? Ich habe gesagt, es ist schwieriger, nicht, dass ich das unspielbar finde. Nee, und Speed ist ja schon immer so einer, der sagt, ja komm, ich helfe dir. Halt, soweit ich kann. Und da wollte ich einfach nur bitten, dem irgendwie so hier, da ja jeder weiß, wie drücke ich das jetzt freundlich aus, ohne dass der mir wieder was in die Fresse schlagen möchte. Ich glaube, das ist ein bisschen schon schwierig, da ich schon wieder am Reden bin. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Klaus, beziehungsweise Street, ist ja so einer, der gerne hilft, wo es geht. Na? Da haben wir dich. Dich setzt mal nach da oben. Da wollte ich ihn halt einfach mal fragen, wie es aussieht, ob da was möglich wäre. So. Generell wäre das möglich gewesen. Das einzige Problem, was dabei entstanden ist, ist folgendes. Wir haben uns nicht getroffen, weil ich weiß nicht, ob da von Klaus seiner Seite noch was zugestoßen ist, aber auf jeden Fall, ich bin am PC eingepennt. Das ist mir hier zu dunkel. Machen wir mal so. Ja, ich bin einfach so scheiße müde gewesen. Ja, ich war jetzt die Tage teilweise so vom Arbeitsamt her beschäftigt. Also, ich bin halt immer noch arbeitslos, für die, die es nicht wissen. Ja, immer noch. Nein, ich lasse mich jetzt nicht hier auf Kosten vom Staat bezahlen. Weil das ist bei mir der kleine, aber feine Unterschied. Ich möchte ja eine Ausbildung machen, so ist es nicht. Ich möchte eine Ausbildung machen, ne? Hoppala. So. Habe ich gerade Erde geschenkt bekommen? Anscheinend nicht. Oder? Doch, theoretisch müsste ich eine Erde geschenkt bekommen haben. Yeah, gewinnen! Bug using! Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es nicht so der Fall, dass ich mir Geld dafür geben lasse, dass ich arbeitslos bin. Ich möchte eine Ausbildung machen und bin deswegen offiziell arbeitslos gemeldet ohne Vergütung. Also, ich habe keinen Bock mehr, jetzt hier einen Faulen abzusitzen und zu warten, dass irgendwas passiert. Also sitze ich lieber momentan faul zu Hause rum und hoffe, dass sich jemand meldet. Weil irgendwie auch nicht so wirklich viel besser ist. Aber naja, ich kann halt wirklich momentan nichts anderes machen, als zu warten. Was ich auch so ein bisschen traurig finde. Hat jemand denn sonst zu tauschen? Ich glaube, davon bin ich noch ein bisschen weit weg. Oh. Hubala. Ich muss auch gleich mal schauen, wie viele Modifier wir haben. Weil mir
ist da so ein kleines runterfallen. Ein, zwei sogar. Null. Das ist sehr schön. Mir ist dann nämlich eingefallen, wie man, ich nenne es mal, leicht an Mossdown kommt. Wenn ich weiß, wofür Mossdown. Man kann mit Mossdown kann man hier einmal Auto-Repair auf die Werkzeuge kriegen. Und ich glaube, das wäre schon mal eine Überlegung wert. Lass mal einfach mal gerade da. Kann man hier irgendwie was reinmachen? Ich glaube, hier würden sich Öfen anbieten, ja. Machen wir hier doch Öfen und Werktische rein. Also Crafting Table. Ja, das wäre eine ganz gute Idee. So, machen wir zuerst hier. Hier haben wir Cleanstone. Wenn wir den jetzt chiseln, können wir hier Mossy Stone Bricks machen. So. Und Mossy Stone Bricks können wir zu Board of Moss machen. Wir haben so ein bisschen das System ausgetrickst. Also Moss, Moss, Moss. Ist jetzt nicht der beste Trick, den ich hier rausgehauen habe, aber es ist schon mal was. Da wird schon wieder heftig gekocht. So, wir machen jetzt erstmal hier ein paar Ton. Ah, sollte man richtig reinsetzen. 1-1, da-da-da-dam. Oh. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier in den Ton haben. Ich würde sagen, tierische Produkte oder generell Mob-Drops können wir einmal machen. Feder, hier String, Knochen. Pfeile. Hauen wir doch einmal alles hier rein. So ein bisschen Lagerung muss halt echt sein. Was haben wir noch? Pflanzliches haben wir hier noch. Die will ich jetzt noch nicht da rein tun. Was aber hier? Nein, und Ballet. Wir machen erstmal hier so rein. Erstmal so ein bisschen Grundsortierung. Magie würde ich einmal sagen. Komm, dann machen wir das hier rein. Als ob der Putze das nicht hätte. Hier haben wir noch Grasseeds. Generell so Blöcke können wir auch mal reintun. Ja, die guten alten Baublöcke tun wir hier rein. So, was haben wir hier noch? Chopsticks. Ja. Hier können wir mal den Kopper das reintun und mal das hier so. Mechanisches können wir mal mitnehmen und Ausrüstungsmäßiges. Machen wir mal hier die Ausrüstung rein. Das hier. Der Meta brauchen wir momentan nicht. Das braucht man nicht. Questbuch brauchen wir nicht. Mechanisches tun wir hier rein. Dazu tue ich jetzt auch mal die Water Cans hier. Ja. Halt, ausrüstungsmäßig war. Das hängt jetzt schon wieder an. Hier das. Und das Zeug, wo ich nicht weiß, wohin damit, tue ich jetzt einfach mal hier rein.
Halt. So. Hier die Plombeams, die tun wir mal hier rein. Genau wie die. Ich habe noch eine Schüssel gemacht, stimmt ja. Da war ja mal was. Alter. So. Die kann weg. Na? Ja, hier die Fraktion Baker, Butze, Olli ist auch gerade wieder am Aufnehmen. Wir haben gerade Montagabend. Ja, ich nehme da auf, wo ich es eigentlich nicht so wirklich möchte. Die Truhe kann man mal hier rein tun. Da wollte ich hin. Greater, Clipper, Mechanisches kann man mal das Silicon rein tun. Und der Rest kann dann eigentlich mal hier rein. Haben wir jetzt schon wesentlich viel mehr Ordnung. Wesentlich viel mehr. Merkt es euch, Leute. Hier die alte Rüstung. Und das können wir mal wegtun. Dum, 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 da, da, dum, dum, dum. Danke. So, oben. Mob Drop. Mobdrop, pflanzliches, Blöcke, pflanzliches, das zählt zuwörtlich zu Mobdrop zählen. Da haben wir einen Platz für, da haben wir einen Platz für, da haben wir einen Platz für, da haben wir einen Platz für. Hier haben wir einen Platz für. Däh. Das sieht doch schon wesentlich besser aus dann. Einmal alles so zum Mob Drop. Ausrüstung. Also heute möchte ich, glaube ich, eher so eine komplette Baufolge machen. Oder eher so eine Bauaufnahmesession. Ich glaube, einfach mal ordentlich Ordnung reinkriegen. Meine Aussprache ist heute wieder genial, ne? Also, beziehungsweise, ja, was heißt Aussprache? Das Placeboarder wollte ich ja noch hier zutun. Mechanisches. Ausrüstung. Blöcke. Generell meine Wortwahl, würde ich eher sagen. Die Aussprache ist ja was anderes. Mein Name ist Josh. Ich habe gelernt, was Aussprache ist. Yeah. Okay, gehen wir nochmal nach oben. Lass mal währenddessen die Spitzhacke reparieren. Cactus Seed, Ancient Sports will ich gerade auch mitnehmen. Ja, hier die Saplinge nehmen wir auch mal gerade alle mit. Und wir haben schon wieder eine Fuhre nach unten. Ja, ich glaube, das wird uns auf jeden Fall gut tun, hier einmal ein ordentliches Lager aufzubauen. Ja klar, das beste Lager ist ja halt immer noch hier schön mit Applied Energy Sticks. Aber ich glaube, davon sind wir noch ein bisschen weit weg. Ein bisschen weit weg. Aber auch nur ein bisschen. Generell sollte ich auch mal schauen, dass ich mir gleich vielleicht mal sammel schnell ein. Na, wie heißt es? Du da drüben. Ja, genau, du, dich meine ich. Kannst du mir nicht mal weiterhelfen? Was möchtest du mal gerade sagen? Ah ja, genau, danke. Ich wollte sagen, wir einmal ein ordentliches Bücherregal nochmal aufbauen. Nein, den Zollstand klären wir nicht. Vielen Dank nochmal. Ja, so ein schönes Bücherregal, ne? Boah, putz das auf, habe ich jetzt gerade auch Lust. Ja, wir schauen auch gleich mal, dass wir hier irgendwie was Platz kriegen für. Na? Oh. Das kann dann auch weg. Habe ich denn schon gesagt, dass ich mittlerweile das Texture Pack verwende? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich verwende mittlerweile das Texture Pack. So, jetzt habe ich es auf jeden Fall gesagt.
war das denn? Okay. Was war das denn für ein Siegesjoll? Hier kann das mal rein, das kann da rein. Das kann hier rein. Boah, Alter. Mechanisches kann das World Hunter Action Upgrade rein. Pflanzliches kann die Raw Tea Leaves rein. Einmal den Kobbel zurückchiseln. Dann einmal so. Zack. 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 Flup und flup. Boy. Machen wir mal so. Die Bücher tue ich dann doch erstmal so hier rein. Das Questbuch möchte ich aber behalten. Halt. Den Eimer mit dem magischen Wasser, ich weiß gar nicht mehr, wie es gerade heißt. Liquid Ethereum tue ich hier rein. Und da wir es von Mobs gut abbekommen, tue ich das Nita hier rein. So, alles was mit Nomnom zu tun hat, kommt jetzt auch nochmal in eine extra Truhe. So, hoppala. Ich möchte was wegschmeißen hiervon. Drei Süße Ratten, was? 3, 2, 1, genau. Wieso habe ich den Backpack weggeworfen, an dem wir so lange gesessen haben? Der wird entfernt. Der Backpack wird einfach entfernt, weil der anscheinend Probleme bereitet. Ich habe da keine Ahnung, inwiefern der Probleme bereitet. Aber naja, er wird halt entfernt, Ende. Da gibt es nicht lange so rumdiskutieren. Wenn er entfernt wird, wenn er böse war, dann wird der entfernt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Okay. Das hat doch super funktioniert. Ich hatte irgendwo noch eine Truhe frei. Dann tun wir da unten noch die Erze rein. Sehr schön. Hier die Crushed Ores würde ich da reintun. Ich glaube, Quarz haben wir einmal hier sogar drin. Bin mir gar nicht sicher. Wahrscheinlich sehe ich das jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, das Buch kann hier rein. Halt, falsche Seil. Ich schmeiße es einfach mal so rein. Halt! Charge Serta Squads haben wir hier drin. Da. Was haben wir gerade zu essen da? Nein. Ja. Super. Dann schauen wir jetzt erstmal, wie wir das ja heute über die Runden kommen. Na? Eine Karotte. Bringt uns schon mehr. So. Sehr schön. Und weißt du was? Zack. Zack. Wir haben Ordnung. Nice. So, die Folge ist vorhin dann noch schon rum. Ich würde sagen, das war doch schon mal eine super Folge, um hier Ordnung reinzukriegen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir machen dann jetzt erstmal hier oben da was baumäßig weiter. Erstmal schön was ausbauen. Bis dahin würde ich sagen, tschüss.